Pyrozen. Genau. Duschback Chicks. Ja, Soundtrack at the ground above, feeling great. Apropos Sound, warum höre ich nichts? Aber erstmal willkommen zurück zum nächsten Duschback. Zum Tussi-Simulator. Genau. Ach, jetzt. Man muss klicken. Genau. Wer so aussehen will, erstmal mein herzliches Beileid. Du solltest dringend irgendwas an deinem Selbstbild. Wie sieht sie denn aus? Schlauchbrotlippen bis sonst wohin. Sie schielt mit den Augen her. Hupen hat so ungefähr H oder G. Sehr gut. Und ein Arsch. Mit Beton aufgespritzt. Genau. Ja. Dumme verzogene Gören. So, Start Game. Okay, are you ready? You see that girl? It's you. You will have to turn this innocuous girl into this superficial monster of hell. For that, you will have to boost each of these categories. First thing first, go in the living room on your PC and get a job. Good luck. Genau, hier müssen wir nämlich ein bisschen Geld verdienen. Ah. So, wir haben jetzt hier, genau, so, wir können jetzt hier irgendwo, waren bitte, im Computer, Search Job, genau, wir müssen jetzt mal erst einen Job hier erstmal annehmen. Dein Job beginnt um 8 Uhr morgen, logischerweise, weil es schon 9.35 Uhr ist, die Zeit vergeht automatisch. Sehr kombiniert. So. Social Network. Wir können jetzt hier einfach mal Freunde dazu machen. Oh mein Gott, this innocent ruined my life. Das Acne, genau. Und immer in den sozialen Medien irgendwelchen Scheiß posten, ist ganz wichtig. Naja. So, Party können wir auch schon machen. Das können wir eigentlich mal machen, kostet 20 Öcken, wir haben 250. Ja, da brauchen wir sowieso so, einen Job. So, Party. Ja, deine Party wird heute noch anfangen, um 10 Uhr abends. Whenever you are, it will take you back home for the event. Also wo auch immer du bist, wirst du automatisch heimgebracht. Genau, weil die einzige Möglichkeit, hier in dem Level zu steigen, ist Party zu feiern. Also hard party. Party hard. So, wir können... Genau, mit dem Bus travel to shopping. Beauty Care, Work. Nee, wir machen mal Beauty Care. Worken müssen wir erst machen. Genau, hier. Unsere nette Dame hier mit den K- bis L-Hupen. Aha. Völlig überzüchtet hier. Ist hier und da können wir jetzt mal. Breast Implanted, Lip Surgery, Liposuction. Liposuktion, Fettabsaugung. Okay, wir können jetzt mal ein bisschen Make-up machen. Schon sehen wir nicht mehr so scheiße aus. Deine Brüste sind zu klein. 2 Pfund Silikon sind fein. Säcke schneiden von den Augen. Nase fräsen, Fett wegsaugen. Shopping. Dann gehen wir jetzt mal rein in die Mall. Und hier ist es halt völlig egal, was wir uns kaufen. Hauptsache, wir haben ganz viel. Ja. Genau, und immer schön mit dem Takt bitten. So, wir können uns nicht mehr leisten, also fahren wir mal nach Hause. Und wir können, glaube ich, hier vorspulen bis zur Party, you know? Ja. Party Rock. So. 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr. Denk an, um 8 Uhr auf Arbeitszeit. 6, 7 Uhr, vor die Party. Er braucht schon Schlaf. Ah, wir sind auf Level 2. Cool. Schlafen können wir, glaube ich, auch, oder? Nee. Oh, jetzt nicht. Go to work, yes. Er braucht schon Schlaf. 116. Irgendwie konnte man hier noch schlafen. Guck mal, da ist schon eine Fuck-Freundin. Aha. Ah, hier. Schlafen, genau. So, jetzt haben wir ein bisschen Energie getankt. Ganz wichtig, Social Network.
erstmal sämtliche Leute adden, die einen so angestupst haben. Genau. Und irgendeinen Bullshit tweeten. So, call me baby. 555555555. Aha. So, kann man so machen? Ah, nee, warte. Müssen wir nicht arbeiten gehen? Na, wenn es noch nicht am nächsten Tag ist, dann war es ja eben schon, oder? Also gleich gelaufen. Jetzt hab ich, glaube ich, 8 Uhr verpennt. Aha. Scheiße. Dann machen wir mal Party. Die Partyschlampe in dir sehr stark siehst. So, gehen wir nochmal schlafen. Sicher, sicher. Vor der Party. Dann können wir nach der Party gleich auf Arbeit gehen. Partyrock. Da wackelt die Hütte. Coole Mucke. Ah, ein Fuckfriend haben wir. Aha. So, wir haben doch unseren Job noch, ne? Keine Ahnung. Ja. Na, dann gehen wir arbeiten. So, wir können mal gucken für den nächsten Job. Brauchen wir Waitress. Being somewhat prettier now, several chauvinist bosses would like to exploit your professional assets. Heißt? Da du jetzt etwas hübscher bist, werden einige chauvinistische Chefs deine Eigenschaften oder Fähigkeiten mehr ausbeuten wollen. Genau, wir sind momentan Supermarket Cashier. Certain guided the good debtors had to start at the bottom of the douchebag ladder. D-U-I-D-E-T-T-E-S. Guided. Manche, ja, Geführtete müssen halt am Boden der Duschbeckleiter starten. So, wir machen Party. Gehen wir nochmal schlafen? Von der Kassiererin zur Kellnerin. Ist aber tatsächlich die Duschbeckleiter. Ja, ja. Schon realistisch. So, 7 Uhr. Und vergiss nicht, vor lauter Arbeiten jemand die Titten auflassen zu lassen. Oh, wir haben schon Level 3 erreicht und 2 Fuckfreunde. Hey. So, jetzt geht's erstmal gleich. Ja, na, guck mal, da sind sie. Die stehen da rum oder liegen noch. 2 Weibchen. So, wir gehen erstmal essen. Ach so, stimmt, sie fickt ja alles. Arbeiten meine ich. Genau. Und ganz wichtig, auf Social Media darüber posten. Genau, das wollte ich auch gerade machen. Social Media. Erstmal irgendwelche Leute adden. Genau. So, how wonders how cows get milk in coconuts. Scheren wir jetzt. Genau. Ganz wichtig. Wie machen die Kühe das bloß? Das ist eine gute Frage. So, Party. Ach, wir haben zu wenig Kohle. Ach, schade. Und dann müssen wir arbeiten gehen. Dann können wir das Shoppen wahrscheinlich auch gleich lassen, wa? Ja, dann gehen wir erstmal schlafen. Dann gehen wir arbeiten. Als Erwiderin. Ja. Der ist die Kellnerin. 44, 45, 50, 55. Und es ist 8 Uhr. Ja, natürlich gehen wir arbeiten. So, wir können jetzt shopping gehen. Was haben wir gesagt? Nicht Klamotten, sondern... Hupen auflassen. Wie viel kostet denn sowas? Ach schade, ich bin falsch gefahren. Machen wir hier ein bisschen bling bling. 200! Na gut, meinetwegen. Fürs bling bling. Refreshing look. Ja, dann ab nach Hause. So, wir gehen wieder pennen. Ja. So, wir tun wieder Social Network. Genau. Irgendwelche Leute adden. Immer wichtig.
Und OMG, when you press L on Facebook, it likes the status. Oh my god, when you press L on Facebook, it likes the status. Wow. Ja, ja, wichtig. So, was müssen wir noch? Aber wir brauchen 15 bei Shopping und 5 bei Beauty. Und wir sind momentan bei... Wo kriegen wir das raus? Irgendwo kriegte man das raus. Boah. Ach, hier. Genau. Wir haben momentan 9 bei Material Stuff, also Prozent, ne? Ja, 12 also bei Beauty Care, 2 Fuckfreunde, 44 soziale Network Friends hier und 4 Status Updates. Aha. Na, dann brauchen wir mehr Zeug. So, können wir noch. Ah, wir schmeißen. Nee, Party geht nicht. 150 kostet schon. Aha. So, wir brauchen mehr Zeug, ja. Na, dann shoppen gehen. Na, ist schon gleich Schließenszeit. Hier gehen wir nochmal arbeiten. Oder so. Auch nicht schlecht. Apropos, Tönt verlocken können wir auch irgendwann mal wieder spielen. So, momentan sehen wir noch nicht so schlimm aus. Kleine das Plauze haben wir. Und kleine Hübchen. So zwei Tennisbälle. Das ist wirklich sehr klein. So, Bus. Wir gehen Beauty Care. Genau. Wir gehen mal Lupen vergrößern. Damit die endlich mal ordentlich werden hier. Breastimplantat. 250. Schade, können wir uns nicht leisten. Fett absaugen. Kostet 100, ja, das machen wir mal. Bauchfett in die Biotonne. Der sieht jetzt wieder Sonne. Tanning. Kostet 80. Das ist gut als Solarium. Gut als Solarium. Natürlich aussehen wie eine Assi-Pratze. Wichtig. Der Assi-Pratzen-Simulator. So, wir haben wieder keine Kohle, wir gehen wieder schlafen. Genau. Sind wir nicht schon Level 3? Wir sind Level 3, genau. Gibt es da nicht schon neue Jobs? Oder? Nee, noch nicht. Ach, wir müssen bestimmte Sachen hier erreichen. Also hier Material Stuff haben wir 9%. Hä? Beauty haben wir 24%. Gut, da das sollten wir also... Und ich glaube, wir brauchen 15 und 12 oder ich so. Ich guck gleich mal. Aber erstmal gehen wir arbeiten. Genau. Und das ist ja eigentlich auch... Schlimm, 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 oder? So, wir brauchen 15 bei den Schuhen hier und 5 bei, also 15 und 5. Na gut, da haben wir Beauty also schon lange gewonnen und brauchen jetzt noch endlich mal mehr Zeug. Wir brauchen mehr Zeug, genau. Schuhe, bling, bling, Reizwäsche. Dass wir neue Freunde adden. Richtig. Kann man mit den Farbfriends auch mal was machen. Shopping. Zum Beispiel mal gegen durch ein Bargeld zum Fuck einladen. So, erstmal scheiß Hosen kaufen. Ja. Nee, ist nicht wow, das sieht total scheiße aus, aber 60, ja, die können wir uns noch leisten. Das ist egal. So, ab nach Hause. Schlafen legen. Dummer Verzog, na gehören. Geht nur noch, dass sie ständig Sperma hustet. Mal Freunde adden. Richtig. Und schreiben, was man alles erlebt hat. Warte, wir gehen erstmal arbeiten, ist gleich soweit. Was denn? Wir brauchen doch mehr Kohle. Genau, was brauchte ich jetzt hier? 15 und 5. Ja, also Beauty müssen wir haben. Ah, ein bisschen mehr Zeug brauchen wir noch. Genau. Dann machen wir mal pennen. Lass mich raten. Der letzte Level heißt Paris Hilton. Nee, aber wir sehen dann ungefähr so aus. Naja. Wobei die sich den Huben und den Arsch echt mal hätte vergrößern lassen können, also. So eine lange dürre Bohnenstange. So, wir gehen shoppen. Was gibt's denn Schönes? Bei Zeug. Ah, ist zu teuer.
So, ab nach Hause. Genau. Schlafen, arbeiten. So, kriegst du einen neuen Job? Ah! Neuer Job. Ja? Ja, gib mehr Geld, dass wir mehr Zeug kaufen können. Aha. Was werden wir? Ja, wir sind jetzt dann die Waitress. Ach so, ach, jetzt mal aus die Waitress. Genau. Ach so. Vorher waren wir ja hier, ich stopfe mal ihr Zeug in diese Papiertüten. Kassiererin, nee, wir waren schon. Kassiererin oder Kassiererin. Die Papiertütenschlampe? Ich glaube, Kassiererin war man schon. So, jetzt gehen wir erstmal arbeiten. Jetzt gibt es die Milchschule statt 96, gibt es ja schon mal 168. Ah, das kommt uns sehr gelegen. Genau, weil dann können wir nämlich Party machen für 150. Und dann das Level abholen. Genau, Social Network. Mehr Leute adden. Genau. Und schon rumgeben, dass wir eine geile Party hier vorhaben. Und auch ja alle kommen. Und wir spulen mal die Zeit vor. Party. Also ich wollte mir das anhören. So, schön, Party bis 7 Uhr morgens. Ich das gehört und danach direkt auf Arbeit. Oh, fuck, Freunde auf 5 hoch. Ui. Kann man mit denen auch was machen? Oder sind die nur so ein Requisit? Die sind genau das. Ach, schade. Ja, aber auch seltsam, wenn man mit denen tatsächlich was hätte machen können. So, 220. Shoppen! Können wir Party machen? Kostet 150. Machen wir Party. Dann. Wir machen mal Party. Gehen wir mal pennen. It's a party song. And the party's going on. DJ Bobo kann nicht irren. Da geht er wieder ab. Wieder bis 7 Uhr früh. Pass auf ins Kitty. Und danach direkt auf Arbeit. Scheiße auf Energie. Das ist sowieso nur eine Kassen. Ach, fuck, okay. Friends. Und Level 4 sind wir jetzt. Ui. Neue Extras. Als er wären? Moment, wir gehen erstmal arbeiten. Das habe ich früher wirklich des Öfteren gemacht. Durchgepartied. Nee, bis früh um 4, um 5 im Club gefeiert. Supermarkt Cashier, Tatsache, das waren wir. Genau. Das nächste ist Kalendermodell, da brauchen wir 19, 20, 30. Und wir sind bei 16, 24, 8. Und da brauchen wir eigentlich 8, achso. Fuck Friends, 30 Fuck Friends. Oder Social Media Friends. Weil da haben wir brauchen 50, 60 inzwischen, oder? Like if you think she fucking deserve it. Ja. Top Comment. Ja, wir können uns hier ein paar hässliche Bilder angucken von irgendwelchen Nahaufnahmen von irgendwelchen Leuten. Achievements. Lose weight. Buy 5 pairs of shoes. Lose your virginity. Ja. $5,000 in cash on your account. Try every outfit. Organize 10 parties. Over 250 fuck friends. Und 100% material stuff in beauty care. Das wird hart. 250 Fuckfans. Ja. Lose your virginity müssten wir schon haben, oder? Oder haben wir bisher nur Frauen als Fuckfans? Kann ich hier noch Party machen? 250? Nee, kann ich nicht. Schade. Oh. Ah, guck mal, wir können hier noch Smartphones, Smart Cars, Smart Everything, Smarties from the same company. Help. Smartphones, Smart Cars, Smart Everything. Are Smarties from the same company? Help! Gute Frage. Auf jeden Fall ist alles smarter als du, Mädchen. So, wir gehen mal wieder pennen. Wir brauchen Kohle. Wieso begegnen mir solche oberflächlichen Schlampen nie? Ja, schlimm, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Ich will sie doch nur bumsen. So, hier. Neuer Tweet. Why do guys always look at my cleavage? I'm not a piece of meat! Doch. Doch, doch, bist du. Na, Miet eigentlich nicht, weil deine Cleavage ist demnächst mehr so ein Piece of Plastic, aber... So, wir gehen mal mehr Beauty Care machen. Hupen vergrößern wollten wir. Jo, das sollte inzwischen auch... 250, Upgrade. Deine Brüste sind zu klein. 2 Pfund Silikon sind fein. Hier,
Liposuction 300. Nee, können wir uns nicht leisten. Liposuction. 300. Die Wampe muss weg. Upgrade. Was war das? Neue Frisur. Jetzt haben wir blond und Pferdeschwanz. Eben. So, ab nach Hause. Hier können wir sowieso nicht machen. Schlafen. Die Titten auch mal lassen. Können wir noch irgendeinen Blödsinn hier? Nein, wir können nur jede Menge Freunde adden. Machen wir. Noch nie ein Wort, mit dem ihr wechselt. Hauptsache auf der Freundesliste. Das ist doch der Sinn davon, ne? Ja. So, jetzt wollen wir mal schlafen. Jetzt gehen wir gleich mal arbeiten. Genau. Wir verdienen mal die Kohle. So, hier ein bisschen Kohle sparen. Jo. Vielleicht erstmal wieder hingelegt und wir schlafen. Kann nicht schaden. Das Lied kenne ich sogar. Hat du nur Objectives? American Witch heißt er, glaube ich, obwohl es Bitch eigentlich sein soll. Also hast du auf Trump vorbeigesungen, ne? 372. Okay, warte mal, wir können mal gucken, können wir wieder irgendeinen Blödsinn hier posten? Nein. Noch nicht? Oh. Aber wir können neue Freunde adden. So, arbeiten gehen, ja. So, was brauchen wir denn für den neuen Job hier? Was war das jetzt hier? Viel. 19, 20, 30. Wir sind bei 16, 37, 8. Also mehr Fuckfriends, mehr Party und jede Menge mehr Zeug. Genau. Genau, wir brauchen mehr Zeug. Was kauft sie denn so schönes? Einfach nur ein paar Oberteile. Aha. Wir brauchen eh alles. Ja. So, ab nach Hause. Pennen wir uns eins. Morgen arbeiten und dann Party out. Nee, noch ein bisschen mehr. Ich glaube, die nächste Party kostet mich 300 oder so. Mhm. Stimmt, und über Fuckfreunde kriegen wir auch tatsächlich nur über Hard Party machen. Naja. Pro Party 3. Vielleicht später mehr. Je nachdem, wie lange wir durchhalten. Aber 30 Fuckfriends ist allgemein schon eine ganz schön krasse Zahl, also. Respekt. Ja. 250 kostet. Die Party. Kostet Party. Ich wäre auch gerne mal ein Fuckfriend gewesen. Oh. Naja, dafür bin ich schlau. War ich auch nie. Also, schlau. Nee, Moment, schlau bin ich die ganze Zeit. Stopp, ha! Ein Fuckfriend war ich nie. Ist aber auch nicht schlimm. War ich auch nie. Schlau. Halt, stopp! Wichtig hier gut zu unterscheiden. Dafür ist der Typ aus Teil 1 bestimmt ein super Fuckfriend. So, Party! Wir haben 125 Leute eingeladen. Naja, wir haben doch auch wieder auf Facebook. Hab
Apropos, können wir wieder irgendeinen Blödsinn tweeten? Nein, wir können nur Freunde adden. Na, dann machen wir das. Damit demnächst nochmal kommen. Dann spüren wir mal vor zur Party. Daumen Kitty laufen. Bumsi Bums. So. Mehr Fuckfans. 15. Ui. Von 8 auf 7. Ui, jetzt geht's auch ab hier. Und ein Level haben wir hochgekriegt. Sehr schön. So, jetzt geht's erstmal gleich wieder arbeiten. Genau. Von der Party auch die Arbeit. Wir machen das die Profis. Ah, neuer Tweet. I hate being bipolar. It's awesome. Okay. Ich hasse es, bipolar zu sein. Es ist Wahnsinn. Aber nicht immer. Verstehst schon, ne? Bipolare Störung. Was für eine blöde Kuh. So, was brauchten wir jetzt hier? Ich hab das schon wieder vergessen. 30 Fuckfreunde. 1920. Naja. 1920 haben wir, 30 Fuckfreunde. Wir müssen also mehr Party machen. Genau. Das kostet aber 300. Dann müssen wir mal ehrlich arbeiten dafür. Oder uns. Achso, für den nächsten Job dann. Ja. So, also das wäre dann quasi noch einmal hier arbeiten. Dann haben wir 300. Dann können wir die nächste Party machen. Wichtig, ganz viele Freunde ecken, weil die laden wir alle ein. Je mehr wir ecken, desto mehr Fuckfreunde kriegen wir. Was schreiben wir recht, wenn wir die Obermatratze sind? 7 Fuckfriends auf einer Party. Nennt man das dann schon Gangbang? Party. 300, was? Und geht das nicht? Keine Ahnung. Und 50 Edit und 9 Tweets. Du musst mal in den sozialen Medien unterwegs sein. Broke a light bulb today. 7 years of bad ideas? Ich hab keine Ahnung. Ich hab heute eine Glühbirne zerbrochen, 7 Jahre schlechte Idee. Nee, geht irgendwie immer noch nicht. Irgendwas geht noch nicht hier. Du musst mal Leute adden. Nächster Tweet. Yeah. Ja. I miss her a lot, but she has bigger biceps. Jetzt geht Party senden. Sehr schön. Können wir nächsten Tweet raushauen? Nein, wir können aber nur mal Freunde adden. Das ist wichtig. So, Party vorspulen. Da geht der Video ab. Das beste Lied im Spiel. Falls ihr übrigens überlegt, wo man diese Spiele spielen kann, hier unten, ne? Games3.ca. Aha, aus Schweizer. So, 27 Fuckfriends. Sehr schön, 12 dazu bekommen. Ja, uns fehlen noch 3. So, wir haben jetzt hier eine Handtasche inzwischen mit einem kleinen Hühnchen drin. Ah, Paris Hilton Style. So früh schon. Ja. Ah ja, jetzt sitzen hier schon mehr Leute. Können wir da wieder irgendeinen Blödsinn lostreten? Warte mal, wir können auch Party machen. Wir laden ein 213. Na, unsere Social Media Freunde halt, ne? All of them. Richtig, alle adden. So, jetzt pennen wir uns mal eins. Bis Party losgeht. Da ist er. Genau. Dürfte fettes Level abgeben. Bei 39 Fuckfriends. Wow. Und sind auf Level 6. Fleißig, die Gute. So, dann gehen wir jetzt gleich nochmal arbeiten. Für Kohle. Wir sind auf $10 runter. Jetzt sind wir bei 178. Sehr schön. So, dann können wir jetzt hier uns einen neuen Job suchen, ja? Theoretisch. Aha. 250 pro Tag. Macht später.
Und der Kellner rennt zur Kalenderschlampe. So, das ist aber ein sehr stereotyper Lebenslauf. Kassiererin. Naja. Kellnerin. Kalenderschlampe. So, nächster Tweet. Genau. Wut, wut. I wish everybody can be less superficial. Superficial. Super. Aber glaublich. It would be free up the mall. Was heißt das? Ich wünsche, jeder wäre weniger abergläubisch. Oberflächlich. Dann werden die Einkaufsmeilen freier. Ja. Das stimmt. It would be free up the mall. So, nächster Tweet. Ein komischer Kerl hat mir heute erzählt, dass ich ihn... Kamel-Tee hätte, Campbell-Toe. Was ist das? Was ist das? Du erst mal schlafen. Genau. Und dann die Arbeit nicht vergessen. Komischerweise, ja, steht sie immer um 7 auf. Auch, egal, ob wann die Arbeit anfängt. Die kann auch um 10 anfangen. Es spielt keine Rolle, sie steht um 7 auf. Ein wichtiger geregelter Tagesrhythmus ist wichtig auf dem Weg zur Superschlampe. Ich glaube, der neue Job fängt jetzt um 9 an, ne? Schon? Ja, genau. So, nächster Tweet. I'd just like to take a moment and apologize for my hotness causing all this global warming. Übersetzen. Ich möchte einen Moment nehmen und mich für meine Heißheit dafür entschuldigen, dass ich so heiß bin und damit ganze globale Erhitzung verursache. So, 480, wir können bestimmt Party machen, ne? Müsste. Nein, irgendwas fehlt noch. Wahrscheinlich ein Tweet. Tonight gonna be a good night, la 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 la. Ja, bis blöd in der Melone. Ja. Yeah. So, Social Network. I was so drunk. Thanks to the sandwich guy wearing panties. Aha. Ich war ja so besoffen. Danke an den Sandwich-Typen, der sah Schiffer Unterhosen anhatte. So, jetzt geht's erstmal gleich wieder arbeiten. Genau. Und jede Menge Freunde helfen. So, wir können mal ein bisschen Geld wieder ausgeben bei Beauty Care. Fettabsaugung. Die Lampe wegmachen. So, Brust vergrößern. Lippen vergrößern. Fett absaugen. Schminken. Neue Frisur oder Tang? Tang. Mach mal die Lippen. Schlauchboot basteln aus den Lippen. Fett absaugen. Kostet 300, können wir uns gerade noch so leisten. Und das passt doch perfekt. Ja, jetzt ist er schon böse schlank. Naja. Erstmal ab nach Hause. So, was können wir denn hier wieder für ein Bullshit? Nee, wir können nur Freunde hätten. Machen wir das mal. Dann gehen wir mal pennen. Ich mache hier mit unseren neuen Lippen und viel weniger Bauch auch morgen in den Kalendern viel besser ankommen werden. Was wäre das nächste hier? Was brauchen wir denn? 25, 50 und 120. Wir haben 31, 49. Also ein bisschen Beauty müssen wir noch machen. Und 39. Und jede Menge Fuckfans. 150? Nee, 120, okay. 120. Fuckfans. Zählst du da eigentlich schon als gesellschaftliches Gesundheitsrisiko? Wahrscheinlich. So, dann gehen wir jetzt danach nämlich nochmal ein bisschen shoppen. Nach dem Tag hier arbeiten. Und diesmal Klamotten und sowas. Genau, mehr Klamotten kaufen. Wir haben noch nicht alle Klamotten. Genau. Irgendwelche Fummel.
klingt da anders, der Stereotypen schwarzen Frau. So, fahren wir mal nach Hause. Jetzt haben wir noch $8 übrig. Das ist nicht viel. Schlafen und morgen auf Arbeit. Oder vorher noch twittern. So, wir gucken mal nochmal. Wir haben 40, 49, 39. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Fuckfans. Nee, wir brauchen 60, 80, 250. Oh! Da müssen wir noch ganz schön viel. Hä? Achso, da haben wir gerade eben erst ein Level gemacht oder was für? So, 250. Wir gehen, Fuckfans. Wir gehen pennen. Nee, Kohle. Achso. Die Kohle nicht machen. Ja, Internet scheiße. Irgendwie vorspulen bis zum. Ja, genau. Bis zur Arbeit. Bis zur Arbeit, genau. Jetzt mal wieder ganz viele Freunde adden, die kein Schwein kennen tut. Die kommen aus Partys. Das können Fuckfriends werden. Apropos Party. Geht das inzwischen? Ja, geht. Wir laden ein. Runter zählt noch hoch. 407 Leute. Gut so. Runter zählt noch. Dann gehen wir mal pennen. Bis zur Party. Ja. Der Video geht mit ab. Nette Mucke. Geile Wahlbau. Ich glaube, mir könnte die Party gefallen. Wieder bis 7. So. Fuckfriends gehen runter von 39 auf 64. Ui, na dann sind die 250 ja nicht mal das Problem. 25 jetzt. So, wir lassen mal wieder irgendwelche Tweets hier los. Nee, doch nicht. Wir hätten nur irgendwelche sinnlosen Freunde. Die sind nicht sinnlos. Vielleicht wir alle auf unsere Party mit ein. Und Vögeln ein Zehntel des Ganzen. Neue Fuckfans nach einer Party. Uiuiui, Mädchen, du verausgabst dich. Katsching! Ich spare jetzt mal so ein bisschen. Jo. So, Bus. Wir gehen mal mehr shoppen. Genau. Klamotten, da fehlt uns noch eins, genau. So, Oberteile haben wir jetzt alle. Das ist ein bisschen besserer Tanga. Macht nichts. Der gute alte Leo-Look.
Ah. Zebra-Look. So. Damit haben wir jetzt hier auch alles, genau. Schuhe. Oh, wir haben nicht mehr noch Kohle. Oh, dann ab nach Hause, Mädel. Pennen. Und nochmal zwitschern. Das können wir jetzt machen. Nee, nur Leute, wir können nur Leute einladen. Essen, geht auch. So, was brauchten wir hier? Ich hab den schon ja Felsen. Ah! 25,50. Wir sind bei 75,49. Na dann. Noch ein Punkt in Beauty. Ich werde mal wieder für Titten aufblasen. Oh, halt das Billigste, was glaube ich Tennen wäre. Oh, eine neue Frisur. So sieht sie aus. Und was brauchst du? Ach ne, arbeiten wir gerade. Genau. So, Beauty. Dann können wir uns ja neue Titten leisten. Lippen, Fett absaugen, schminken, Haare oder Tang. Erstmal Hupen. Die müssen sich 500, besser. Jawohl. Haben wir. Flupp. Aber noch Kohle über. Jo, 80 für mehr Tang. Machen wir. Genau. Geht das nochmal? 1000? Nee. Nee, dann nicht. Aber ich werde mir erst einmal wieder für schminken und oder Haare. Da müsste eigentlich was gehen, oder? Nee, alles viel zu teuer. Sauerei. Geht. Aber wir dürfen schön asiatisch aussehen. Natürlich sehen wir richtig scheiße aus. Wir haben immerhin schon Honigmelonen eingenäht. 75,61, das müsste ja eigentlich reichen. Jo. An sich dürfen nur noch die Frequenz fehlen. Genau. Da muss man nur noch ein paar Mal Party machen. Erstmal Freunde enden. Jo, immer wichtig. Hohle Hack fressen wie uns. Genau. Dieser Bratzensimulator hier. Der Assi-Bratzensimulator. How to become a Bratze. Genau. Ja, liebe Kinder, das sind Bratzen. Ja, da fehlt hier noch die Schwarz-Blond-Haarfärbung. Und sie hat noch viel zu wenig Tattoos. Mhm. So, Party 300. Können wir leisten. Ja, wie viele Leute laden wir jetzt ein? Er zählt noch hoch. Das dauert jetzt hier etwas. 300. 400. 470. Ah. So, dann können wir bestimmt hier irgendein Bullshit wieder. Nein, können wir nicht. Wir können nur Leute adden. Wir müssen halt zwitschern. So, dann schwimmen wir mal vor bis zur Party. Genau. Das ist doch inzwischen auch nur noch der ganze Gangbang, oder? Ja, natürlich. Weil ich staune, dass da so viele Leute reinpassen in dieses Haus. Tja. Kappa Epsilon oder was das auch immer ist. Die Studentenverbindung. So, wir hatten vorher 64 Fuckfriends, jetzt sind wir auf 89. Gut. Und springen bei Goddess Level auf 7. Sehr schön. So, wir gehen erstmal arbeiten. Ja, oh, inzwischen ist sogar ein Typ hier. Aha. Nicht nur Frauen. Sind wir nicht nur das Opfer der örtlichen Nesten? Dann haben wir auch mal einen echten Stecher. Jo, ich werde jede Menge arbeiten gehen bis. Und Social Media Scheiße bauen.
bis zur nächsten Party. So, nächste Party, reicht nicht. Ich dachte, wir müssen noch viel mehr twittern. Wir können ein. Ja, genau, machen wir jetzt mal. Camping soon. Hope they have a network coverage. And I hope there won't be too many trees. Going to camping soon. Ich gehe demnächst campen. Ich hoffe, sie haben dort gute Netzabdeckung und ich hoffe, da werden nicht zu viele Bäume sein. Aha. Beim Campen. Hauptsache gute Netzabdeckung. Hm. So, geht jetzt Party? Nein, geht immer noch nicht. Mehr Tweeten und mehr Leute, würde ich sagen. Wait for Johnny and his new Corvette. I'm so for a ride. Ah, ich warte auf Johnny und sein neuer Corvette. Ich bin also schon mitzufahren. Ja, solche Schlampen kriegt man dann auch mit einer neuen Corvette rum. So, Freunde hätten. Genau. Jetzt geht Party. Nee, immer noch nicht. I'm pretty sure my cat's been reading my diary. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Katze meine Tagebücher. Ich bin mir sehr sicher, dass meine Katze mein Tagebuch liest. Ja. Großartig. Ah. I wrote a poem today. Poem. Dang you, autocorrect. Ich habe heute ein Porno geschrieben. Ein Gedicht. Scheiß Autokorrektur. I wrote a poem today. Poem. Dang you, autocorrect. Dang you, autocorrect. Tja, ja. Wenn du Porn öfter schreibst als Poem. Thank you, autocorrect. Ah. 23 ist alt. Es ist fast 25. Was ist wie fast über 20 zu sein? Ja. 23 ist old. Almost 25, which is like almost mid-20s. Mid-20s, ja. Genau. Großartig. I'm really all about making people laugh and smile right now. I'm really all about making people laugh and smile right now. Es geht mir wirklich darum, Leute zum Lachen und Lächeln zu bringen. Gerade jetzt. Und das ist ja noch halbwegs okay. Es ist Freitag. Party on! Aber dank USA arbeiten wir sowieso 24-7. So, gehen wir mal pennen. Party. Was sind? Keine Ahnung. Ah, ich muss noch ein Status-Update lostweeten. Ich bin so verbraucht. Wo bin ich? Genau. Ich bin so fertig. Wo bin ich? Oder um es mit Philipp J. Fry zu sagen, wo ist passiert? Was bin ich? So, Party. Wir laden ein. Er zählt noch hoch. 300. 400. 500. 600. Naja. 678 Leute. Ja, nur 200 mehr als letztes Mal. Geht doch. So, Party on! Jetzt tun wir nochmal ein paar Freunde dazu, Adam. Genau. So, die 89 Fuck-Freunde erhöhen sich auf 124. Da müsste eigentlich der nächste Level drin sein, oder? Genau, wir gehen trotzdem noch einmal kurz arbeiten. Also dein nächster Job meine ich suchen. Become a star. Jo.
Ah, der beginnt morgen um 10. Wir kriegen da 500 pro Tag. Oh. You b- I told you last week! You're just going to suck balls! Donna told me that you... I'm gonna punch you in the face, bitch! Fuck you! Reality Show halt, ne? Ja. Ich hab es doch. I'm gonna punch you in the face! Ah. Und schon wollte ich eins auf MTV. So, wir können mal raus nochmal den Beauty-Salon. Ja. Zum Beispiel neue Schminken oder neue Haare machen. Tick-Tack, schneid es ab. Ein bisschen Shopping. Mehr Schuhe. Jetzt geht das wieder los. Yeah, too hot. Es geht nämlich nicht darum, ob das gut an uns aussieht oder so, sondern einfach nur haben. Genau. Haben, haben, haben. Kapitalismus, Baby. So, jetzt haben wir auch alle Schuhe, ne? Sehr schön. Okay, wir haben alle Oberteile, wir haben alle Unterteile, wir haben alle Schuhe. Das heißt, da fehlt nur noch ein bisschen Bling Bling. So, ab nach Hause. Ich weiß gar nicht, ob was passiert, wenn man hier pleite ist und nicht mehr nach Hause kommt. Lässt du irgendeinen Typen in der Toilette ein und dann hast du wieder Kohle? Wahrscheinlich. So, können wir wieder irgendeinen Scheiß loslassen? Nein, wir können aber Freunde adden. Richtig. 678 Leute waren bei weitem nicht genug. Können wir Party machen? Nein, können wir noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Mehr Freunde adden. Genau. Und noch mehr Freunde adden. Oh, richtig. Und noch mehr Freunde adden. Und kann auch jemand switchen. Ja, das geht immer nicht. Oh, schade. Da wird immer vorgegeben, ob man es machen kann oder nicht. Aber Freunde adden klappt eigentlich jedes Mal, wenn du den Scheißteil hier aufmachst. Scheißteil. Das ist ja ein Schneeball, ne? Je mehr Freunde du hast, desto mehr bringen die auch mit. Lass mal arbeiten gehen. Aber wir American sind Trash, sagt genau. Er. Und damit hat er auch recht. Der gute alte White Trash. Party heute Abend. Yo. Wie viel können wir einladen? 300? 400? 500? 600? 700? 800 ist schon doof, ne? Ja, ja. 900? 917? Das sind ja noch nicht mal 200 mehr. Na gut, 300 mehr als das letzte Mal. Du bist echt nach, Mädchen. Ich habe auch gut Kohle gekostet hier. Auf 500 war das jetzt. Ja, wir kriegen aber auch im nächsten Job 500 pro Job, also. Wir brauchen Fick, Freunde. Eigentlich können wir die langsam mal kapitalisieren. 10er pro Fick bei 124 Leuten. Das lohnt sich doch, oder? Ja, wir können noch mal ein bisschen shopping gehen. Schmuck fehlt uns noch, ne? Genau. Naja, bling bling. Und dadurch recht aber werden. Wobei. 200 jeweils. Als gepflegte Schlampe von Welt sind wir gar nicht so teuer. So, jetzt haben wir hier alles. Ach, das war's schon. Okay. Dann haben wir Shopping schon mal voll, wa? Also nur noch Schönheits-OPs.
Was hat denn die Party gebracht? Die ist noch nicht. Achso, die kommt erst noch. Spuren mal vor. Party! Noch schnell eine I geschmissen. Und ab geht's. Keith Flint auch noch eingeladen. Ja. Dann gehen die Drogen los hier. Genau. So, von 124 Fuck Friends rauf auf 159. Da bist du auch ganz schön beschäftigt, Mädchen. Auf jeden Fall. Okay, der Gangbang-Rekord liegt bei 300 noch was, aber da hast du trotzdem schon gut zu tun. Und Schlauchbootlippen sind gar nicht zum Blasen da. So, was kostet eigentlich der nächste Job? 60, 80, 250. Wir sind bei 167 und 159. Also brauchen wir größere Hupen, mehr Fettabsaugung, mehr Bräune und dann noch ein, zwei Partys. Wollte ich sagen. Mein Vorschlag ist ja sowieso ein Achievement, wenn wir hier auf 5000 Cash kommen. Wir sammeln jetzt erstmal, holen uns das 5000 Achievement. Genau, dann gehen wir das danach für Huben und dergleichen aus. Genau. Jo. Das klingt doch am Plan, Mensch. Und ganz wichtig, immer viel Twitchern und neue Freunde machen in der Zwischenzeit. Und auch ganz viel Party. Das kostet nämlich nichts. Also, switchern und Freunde adden. Switchern geht irgendwie nicht. Oh, schade. Aber was deine hast, wenn deine Partys der Love Parade Konkurrenz machen, dann bist du gut. So, knapp 3,5 haben wir schon. Weißt du, was gilt? Na, ich spule mal kräftig vor. Achso. Switchern nicht vergessen. Naja, das geht nicht immer. Aber wenn immer es geht, machen. Lesen Sie das nicht mehr vor, oder? Nee, du kannst doch nicht nur pro Level, kannst du, glaube ich, immer nur 3 oder 4 Achso. Lostreten. Und die Mike immer dann schon hintereinander weg. Ah, ja, achso. So, 4-3. Also zweimal noch. Genau. War das die Party? Nee, das Achievement. Achso. So, jetzt noch einmal. So, 5-3. Jetzt müssen wir ein Achievement gewonnen haben. So, Beauty Care. Die schneiden von den Augen, Nase fräsen, Fett wegsaugen. Wir entfernen rasch zwei Rippen. Hupen vergrößern, jawohl. Ach, sieht das toll aus. Geht nicht mehr. Maxed out, Lip Surgery. Da geht bestimmt noch was. Fett absaugen. Ah, hier, komm hier. Jetzt sehen wir es einfach toll aus. Ins Gehirn. So, mehr aufbratzen. Bingen. Toll, jetzt sind wir aus dem Farbtopf gefallen sind. Naja, die Haare müssen noch weiß werden. Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Maxed out und hang. Was, 1000 haben wir? Doch, 1000 haben wir. Na dann. Oh Gott, wie wir jetzt aussehen. Schwarz mit blonden Haaren und dafür... Nee, blond nicht, aber trotzdem, das ist auch furchtbar. Das ist doch nicht hübsch, das ist doch grauenvoll. Aber dafür haben wir uns zwei Fußbälle einnähen lassen. Ein Chemieunfall ist das. Tja. So. Guck mal, was ich aus mir gemacht habe. So, solche Leute gibt es aber wirklich.
Da hat Kalkofe mal, das müsst ihr immer sogar gesehen haben bei Kalkofe, wo irgendeine an sich nette blonde Stewardesse sich hat nicht nur Fußbälle einnähen lassen. Fußbälle. Fußbälle, sondern auch extra zu Dr. Mabuse in die Frankenstein-Klinik nach Bad Mengele geflogen ist, um sich dort richtig schwarz färben zu lassen. So, Search Job. 60, 80, 250. Und wir sind bei 100, 100, 159. Wir brauchen mehr Frequenz. Party müssen wir erstmal machen. Wir müssen mehr Party machen. Los geht's. Der Counter zählt. 200. 300. Das kann sich jetzt schon hinziehen. 500. 600. 700. Das letzte Mal waren wir ja schon bei 900 also. Achso, na dann können wir warten. Das ziert sich. Yay, wir haben die 1000 geknackt. Sehr schön. 1089. Was? Noch nicht mal 200 mehr neue Freunde? Schleift langsam. Inzwischen sind wir die Obermatratze. Sowieso. Auf unserer Party. Fuck Friends gehen hoch auf 194. Müssen wir doch noch eine Party zwischendurch machen. Geiles Level 8. So. Erstmal arbeiten gehen. Undefined. Aha. Jetzt, wo du die Schönste bist, hast du viele neue Freunde. Mhm. Ja. Das ist ja Daniela Katzenberger, das Spiel. Daniela, ja. Schlampe sein, umoperieren lassen, berühmt werden. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Eitelkeit ist nie bescheiden. Tower of Sudden Realization. Party, kostet 400 inzwischen. Ja, aber... 33 Tweets müssen wir losgetreten haben. Insgesamt, oder was? Let's get some money, so we can buy some stuff. Genau. My ass looks good on the calendar. Dein Hintern ist im Kalender, ja. Ja. Fuck you, bitch! I told you last week! You're just good to fuck balls! Donna told me that you I'm gonna punch you in the face, bitch! Fuck you! Finally, my beauty gets paid what it should. Jetzt sind wir endlich Reality Star oder was? Noch nicht ganz. Geht jetzt Party? Nein. Party Rock! It's time for Party Rocking! Woohoo! Woohoo! Whoop whoop! Party, so jetzt. Jetzt haben wir endlich genug. Das kann sich etwas hinziehen. Wir leiten inzwischen eine Kleinstadt ein. Ja, dann müssen wir uns beeilen mit dem Counter, weil die Zeit zählt hoch. Ansonsten überrennt er das. Achso, dann ist er noch am Zählen, während ja, wenn die Party schon losgeht. Das 1355, aber geht gerade so. Wir müssen demnächst die Party schon am Morgen ansagen. Die findet ja immer 22 Uhr statt, ne? Mhm. Wackelt die Hütte. Genau. So, jetzt müssen wir die 250 geschafft haben. Von 194 rauf auf 234. Knapp.
müsste nochmal arbeiten und nochmal Party. Ah, die kann keine Kommentare mehr posten. Kann ich eine Party machen? Nee, warte mal. Zu knapp die Zeit. Der braucht ja schon zum Hochzählen hier der Leute über eine Stunde hier. Ja, ja. Muss ich vorher nochmal arbeiten gehen. Ich würde die Party zwischen Aufstehen und Arbeit ansetzen. Das dürfte inzwischen einigermaßen passen. Da kann man einen Anderson-Simulator. Und was laden wir da raus? Plundierte Puten gibt es viele. Mit Plastiktitten. So, geht jetzt Party. 400 kostet es. Ja. Die Kohle sollte man eigentlich haben, oder? Wichtig, früh genug starten, dass du euer Alleingeladen kriegst. Naja. 1.20 Uhr oder so habe ich ungefähr angefangen zählen lassen. Ist 2 Uhr? Still counting. Still counting. Du hast inzwischen deinen eigenen Facebook-Server für Party-Einladungen. 1485. Also man braucht so ungefähr knapp 2 Stunden. Krass, scheiße. So. Gehen wir mal pennen, würde ich sagen. Jo. Muss nicht schön sein und fit. Also schön sind wir ja, aber. Tag 60 sind wir jetzt übrigens. Ui. In 2 Monaten. Ja, das ist auch eine gute Dauer. Fuck Friends, 274. Endlich. Guided Level 9. Gidette. So, Gidette. Job. Neuer Job. Miss Tropic, getting on your knees, sure paid off. Finally, my beauty gets paid what it should. Getting on your knees, sure paid off. Irgendwelche Pratzen hier. Fist Central, ja, ja. Aber wenigstens inzwischen jede Menge Typen auch in unserer Sammlung. Nur alle Lesben der Stadt. Wir haben alle Achievements erreicht. Cool. Also dafür war doch jetzt ja, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Kommt hier noch was? Das haben wir 1000. Pro Tag. Party machen können wir noch nicht. Und die Werbeverträge erst. Gott, wie ich diesen Lebenslauf von so vielen Schlampen kenne. Pam. Die Katze. Und für Arme. Eiche pervers. Jetzt sagt sie schon nicht mehr was. Nee. Kaum. Sie durfte schwer dabei sein, die ganze Zeit schon Sperma zu husten wie Paris Hilton und sich auf eine Ananas zu setzen, weil sie von normalen Typen nichts mehr merkt. Bis sich der Meister Sklave auf Paris Hilton setzt. Den Handlungsstrang haben sie aber leider auch aus dem das Interesse dran verloren, wa? Hm. Ich meine, der Hamster in Mr. Sklave war ja schon ganz großartig auch. Was war das bei Silten in Mr. Sklar? 42 Tweets haben wir schon, 50 brauchen wir. Na dann? 3. 4. 8 insgesamt. 5. 6.
7, 8. Dann enden wir mal noch die Freunde hier. Richtig. Bin ebenfalls wichtig. Denk dran, wir brauchen nicht zwischen 2-3 Stunden, um mal einzuladen. Wahrscheinlich brauchen wir 3, das reicht nicht mehr, oder? 7 pm? Ne, das wird zu knapp. Ne, das sind nur 5 Stunden, das wird zu knapp. Ja, das wird ja auch, wir brauchen noch einen Tweet. Sie hatten ja eine Tweet hier nicht erzählt. Jetzt. Finally. So, gehen wir nochmal pennen. Gehen wir nochmal arbeiten. Als Miss Tropic. Oder war das erst der nächste Job? Nee, nee. So, Jobs haben wir alle. Sehr schön. Dann können wir jetzt Party. 500 kostet uns das Ganze. Erzählt hoch. Damit verbringen die Schlampen also ihre Tage. Inzwischen sind noch zwei Typen hier. Doch, schon zwei Kerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mädels und 2 Kerle. Aha. Klingt noch. Naja, eigentlich könnte das halt nicht umgedreht sein, aber. Das wäre eine gesunde Mischung. 1500 haben wir geknackt. Naja. 1658. Sehr schön. Alle einladen. So, Fuck Friends gehen hoch, auf 324. Hey, nice! Jetzt sind wir Level 10. You just became the perfect douchebag chick. Genau. Das ist ein Bild von einer abgebildet. Also ganz schlimm. Sie war wahrscheinlich mal weiß, inzwischen sieht sie aus wie schwarz. Ja. Und knatschpinke Lippen, natürlich hier an der Oberlippe so ein Diamantstecker. Ja. Keine Augenbrauen mehr, nur noch nachgezogen. Die Katze? Genau, und die Haare schwarz gefärbt. Natürlich sieht schwarz immer stumpf aus, weil der erstmal mit Wasserstoff rangehen muss, bis sie weiß sind, um sie dann schwarz färben zu können. Sonst funktioniert es nicht. Man muss eigentlich nicht auf schwarz färben, kannst du eigentlich alles, aber. Naja, das sieht nicht aus. Also. So, und ja, diese stumpfe Schwarze. Drin. So, continue. Ja, jetzt haben wir es halt geschafft, ne? Wir sind jetzt hier. Die perfekte Duschbag-Schick. Ah, guck mal, es ist noch eine Bitch dazugekommen. Sehr schön. 7 Bitches, 2 Kerle. Genau, ja. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind Pamela Anderson. Oder Daniela Katzenberger. So, das letzte Bild hier unten hier. Gibt's dafür sowas wie Duschbag-Dingsbums? Duschbag-Dingsbums? Lexikon oder Achievements oder Videos oder. Nee, aber die Bilder sind halt irgendwie so aus ihrem Leben und wie sie Party gemacht hat. Ach so. Und irgendwelche Bilder von. Und ein Bild auch aus South Park. Ich sag doch, die dumme verzogene Gurke. Paris Hilton, wa? So, jetzt sind wir nochmal arbeiten gegangen, warum nicht? Genau. Nächste Party wäre. Na, arbeiten nennt sich das. Ja. Ich glaube, das ist jetzt hier ganz vorbei. Wir können auch mal eine Party machen, mal sehen, ob die Fuckfreunde noch hochgehen. Wahrscheinlich schon, aber wozu? Ja, eben. Wir sind inzwischen ein Phänomen. Ein Phänomenen. Die absolute Selbstverachtung. Lolo Ferrari. Hupen aufblasen, Lippen aufblasen, weißblond schminken, Porno drehen. Und dann mit den Titten nach oben. Im 1658. War der letzte Stand. Haben wir jetzt. Achso. Achso, war das letzte Mal auch schon? Ja. Okay.
Weil da sind quasi keine dazugekommen. Tag 63, ne? Und das innerhalb von zwei Monaten. Reife Leistung. Gut, inzwischen dauert das realistisch 2-3 Jahre, aber... Der Gag ist, du kannst jetzt an allen Verwandten vorbeilaufen, die erkennen dich im Leben nicht. Nie wieder. Die Fackfreunde gehen hoch. Sehr schön. Von 324 auf... 374. 50 inzwischen. Hey, Level 11. Aha. Es gibt ein Level 11? Es geht doch noch weiter? Nee, geht nicht weiter. Achso. Du hast die letzte Party. Ja, das war's dann anscheinend. Großartig. Mehr gibt's hier nicht zu entdecken. Außer, dass wir jetzt noch die Fuckfriends hochjagen könnten, aber... Genau, aber wozu? Gut. Na dann, wunderbar. Bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat... Wieso geht nicht? Nicht. Dieser Bratzen-Simulator hat euch gefallen. Der Wenn nicht, dann habt ihr noch etwas Geschmack und etwas Resthirn. Genau, herzlichen Glückwunsch. Sobald euch das nicht geil macht und anspricht... Wenn ihr der Meinung seid, oh, das ist eine Anleitung, wie man ein erfolgreiches Leben führt, dann... I've got bad news for you. Habe ich schlechte Nachrichten. Spaß damit. Lang wird es nicht werden. Lang wird das Leben nicht, aber sicherlich sehr aufregend. Ach ja, und wir können, da haben wir in Atlashof dann noch, oder Kümmernick, eine Klinik, die wir euch empfehlen können. M1, ja, ja. Genau. Werbung, um Gottes Willen, eine Beauty-Klinik. Ja, genau, die wäre dann genau euer... Genau. Falls euch das Video übrigens auch gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Frankenstein des Vertrauens. Kanal abonnieren ist sowieso nie verkehrt, weil zwischen den großen langen Let's Plays kommen hier auch immer mal wieder so eine kleinen, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Perlen der Spielegeschichte, aber... So kleinere Sachen. Skurrilitäten. Ja. Henry Stickman war schon lustig. Ja, der war genial. Ja, das war auf jeden Fall. Juri, na dann. Wünsche euch noch viel Spaß bei Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.